Hallo und einen schönen guten Tag. In meinem Intro über ganzheitliche Gesundheitsförderung und Vitalitätssteigerung habe ich euch bereits ein theoretisches Grundverständnis vermittelt, wie ihr eben damit wirksam und nachhaltig eure Gesundheit, euer Wohlbefinden und eure Ausstrahlung positiv beeinflussen könnt. Soweit die Theorie. Nun möchte ich euch in diesem Coaching gezielt erläutern, wie ihr Gesundheitsförderung mit dem Vitalisierungskonzept auch praktisch umsetzt, wie ihr das Ganze also tatsächlich lebt. Natürlich kann ich euch nicht versprechen, jedweden Störfaktor und damit verbunden eure Beschwerden gänzlich beseitigen zu können. Je nach ursächlicher Problematik ist eine zusätzliche Therapie erforderlich. Bei körperlicher Einschränkung zum Beispiel physiotherapeutische Anwendungen sowie eventuelle psychotherapeutische Hilfe bei seelischer Belastung oder anderweitige schulmedizinische Unterstützung. Aber dennoch könnt ihr, egal welche Voraussetzungen euch begleiten, mit dieser nachhaltigen Behandlungsmethode eure Gesundheit fördern und somit eure Vitalität steigern. Ich finde, das ist eine Option, die sich niemand entgehen lassen kann. In diesem Coaching geht es zunächst um die Basisvitalisierung. Und dafür sind drei elementare Gesundheitskomponenten relevant. Das sind die Ernährung, die Bewegung und die Entspannung. Im Miteinander optimieren sie ihre gesundheitsfördernde Wirkung. Sie bilden ein ganzheitliches Konzept, das Basisvitalisierungskonzept. Und dennoch habe ich dieses nicht trennbare Konzept in drei Coaching-Segmente unterteilt. Aus einem einfachen Grund. Im Ganzen wäre es zu komplex. Es wäre nicht zielführend, wenn vielleicht nach der Hälfte meiner Ausführungen eure Aufmerksamkeit schwindet. Jeder Einzelne von euch könnte zwar selber den Beitrag anhalten, wann immer er möchte und später weiterschauen, aber ich denke, so ist es sinnvoller. Dementsprechend habe ich das Coaching zum Basisvitalisierungskonzept in drei Einheiten unterteilt. Erstens Basisvitalisierung Ernährung. Zweitens Basisvitalisierung Bewegung und drittens Basisvitalisierung Entspannung. Macht euch bitte unbedingt bewusst, gerade wegen der Unterteilung, dass es ein ganzheitliches Konzept ist, das im Zusammenspiel eine tiefgreifende Synergie bewirkt. Und nun mein Coaching-Beitrag zur Basisvitalisierung Entspannung. Baut Entspannung in euer Leben ein. Sie ist ein sehr wichtiger Ausgleich. Entspannung dient eurer körperlichen und seelischen Erholung. Gönnt euch tatsächliche körperliche Ruhe. Schlafhygiene ist hier das Stichwort. Genehmigt euch genügend erholsamen Schlaf, und zwar regelmäßig. Euer Körper braucht diese kontinuierliche Auszeit zur Regeneration. Ebenso eure Seele. Gönnt euch tatsächliche geistige Ruhe, indem ihr im wahrsten Sinne öfters mal abschaltet, innehaltet, bei euch seid und eurer Seele Achtsamkeit schenkt. Eure Seele braucht diese Achtsamkeit zur Belebung. Mit Entspannung und Ruhe für Körper und Geist tankt ihr Kraft und ladet euren Akku neu mit Dynamik, Gelassenheit und Zufriedenheit für mehr Vitalität. Viele von uns üben den ganzen Tag eine sitzende Tätigkeit aus. Da braucht es zum Ausgleich selbstverständlich körperliche Aktivität. Aber nichtsdestotrotz müsst ihr eurem Körper regelmäßiger Auszeiten gönnen. Und damit meine ich nicht auf dem Sofa rumschlumpfen. Ich meine damit erholsamen Schlaf. Schlaf ist eure körpereigene Werkstatt. Im Schlaf werden die Regenerations- bzw. Reparaturmechanismen angeschmissen.
Wenn euer kompletter Körper zur Ruhe kommt, dann wird er sozusagen einer Inspektion unterzogen und Ausbesserungsarbeiten werden durchgeführt. Zudem kommt im Schlaf euer körpereigener Reinigungsservice zum Einsatz. Insbesondere in eurem Gehirn sorgt er für Ordnung. Regelmäßiger, erholsamer Schlaf hat eine prophylaktische Wirkung in Bezug auf diverseste Erkrankungssymptome bis hin zu Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche. Angefangen bei Konzentrationsstörungen hin zu Demenz, von Niedergeschlagenheit bis Depression oder auch Angststörungen und Psychosen. Genauso vorbeugen kann euch regelmäßiger erholsamer Schlaf vor körperlichen Leiden schützen. Zum Beispiel Verspannungen, die zu etlichen Schmerzzuständen mit erheblicher körperlicher Einschränkung führen können. Aber auch Bluthochdruck mit entsprechenden Begleitkrankheiten oder Übergewicht, das sicherlich auch nicht folgenlos bleibt. Entsprechend der Schlafqualität fällt der Erholungserfolg aus. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass zu wenig oder genauso unruhiger Schlaf die Regeneration beeinträchtigt, sowie die Reparatur- und Aufräumarbeiten regelrecht stört. Ich bin mir sicher, dass das jeder von euch schon zu spüren bekommen hat. Ihr seid dann träge, verspannt, allgemein unfit, hier und da schmerzt es möglicherweise. Vielleicht seid ihr auch verquollen und verkatert. Ihr fühlt euch einfach unausgeschlafen. Und das seid ihr ja auch tatsächlich. Ihr seid nicht regeneriert und unaufgeräumt. Selbst wenn ihr es nicht spüren solltet, weil ihr euch bereits an den Zustand von Schlafmangel und Schlafstörungen gewöhnt habt, wird eure Körperwerkstatt ebenso wie euer Reinigungsservice nachlässig arbeiten müssen und Defizite nicht vermeiden können. Das kann, wie gerade schon aufgeführt, zu vielfachen körperlichen, geistigen wie psychischen Beeinträchtigungen führen. Eben von Muskelverspannungen bis hin zu Herzerkrankungen, von Müdigkeit bis hin zu absoluter Erschöpfung. Mit entsprechender Schlafhygiene könnt ihr dem vorbeugen. Und dafür möchte ich euch gerne ein paar Punkte auflisten, die für einen erholsamen Schlaf nützlich sind, wenn nicht sogar unbedingt nötig. Achtet auf genügend Schlaf und zwar regelmäßig und möglichst ohne Unterbrechung. Erwachsene brauchen ca. 7 Stunden, wobei jeder für sich selber die optimale Schlafdauer herausfinden muss. Geht am besten immer zur gleichen Zeit schlafen. Ein gleichbleibender Rhythmus ist schlafförderlich. Euer Körper und euer Geist lieben Rhythmus. Das ist wie ein Ritual, eine Programmierung, auf die sich unser Organismus mit seiner komplexen Physiologie, also der Funktionsweise in unserem Inneren, einstellen kann. Auch im Falle von Schichtdienst solltet ihr innerhalb der einzelnen Schichten einen gleichbleibenden Schlaf-Wach-Rhythmus einhalten. Schichtdienst unterliegt ja auch einer gewissen Regelmäßigkeit. Und auf diese regelmäßige Unregelmäßigkeit lässt sich euer Organismus durchaus programmieren. Esst 2 bis 3 Stunden vor dem Zubettgehen nichts mehr, damit euer Körper während der Ruhephase keine Verdauungsarbeit leisten muss und sich ganz und gar der Regeneration widmen kann. Trinkt 1 bis 2 Stunden vor dem Zubettgehen nichts mehr, damit euer Schlaf nicht wegen Wasserlassen unterbrochen werden muss. Keine Aufputschmittel zu kurz vor dem Schlafen. Dementsprechend kein Koffein bzw. Tein, ebenso wenig anregende Kräutertees, stark gewürztes, extrem fettreiches oder zuckerhaltiges. Wie lange vorher, muss wieder jeder für sich selber feststellen. Dimmt eure Lichtquellen 1/2 bis 1 Stunde vor dem Zubettgehen. Helles Licht zum Lesen oder das Monitorlicht von Computer, Handy, Fernseher
hemmen eure Melatoninproduktion, die euer Schlafbedürfnis weckt. Denkt daran, wenn ihr noch schnell die letzten E-Mails, WhatsApp und so weiter checken wollt. Das ist kontraproduktiv. Eine halbe bis eine Stunde vor dem Zubettgehen keine anregenden Tätigkeiten mehr. Fernsehen generell, aufwühlende Gespräche, aufregende Hörspiele oder spannende Bücher, anstrengende Denksportaufgaben und auch körperlicher Sport haben eine aufputschende Wirkung. Alkohol ist keine Lösung bei Schlafstörungen. Er macht zwar schläfrig, aber beeinträchtigt ebenso die Regeneration. Euer Körper ist dann zu sehr mit der Entgiftung beschäftigt. In welchem Ausmaß die Reparatur- und Aufräumarbeiten eingeschränkt sind, richtet sich nach der Menge des Alkohols. Nehmt euch in Acht vor synthetischen Schlafmitteln. Anfangs scheinen sie zu helfen, doch sie verschlimmern eure Schlafproblematik. Ihr fallt in einen oberflächlichen Schlaf. Euer Körper kommt nicht in die tiefe Erholungs- und Regenerationsphase. Und ihr fühlt euch benebelt und verkatert. Ähnlich wie nach Alkoholgenuss. Wenn, dann nutzt Schlaf- oder Ruhe fördernde Heilpflanzen. In Form von Tees, Bädern oder Aromatherapie. Sie machen nicht abhängig und bringen euch in den nötigen Tiefschlaf. Schlafrituale helfen nicht nur Kindern zur Ruhe und in den Schlaf zu kommen. Wie wäre es mit entspannender Musik oder leichter Lektüre? Aber denkt daran, keine Tageslichtleuchte und dergleichen. Oder ihr macht einfach mal gar nichts und lasst den Tag in Ruhe ausklingen. Vermeidet potenzielle Störfaktoren während des Schlafs, wie tickende Uhren, eingehende Mitteilungstöne, künstliche Lichtquellen, zu warme und zu trockene Luft etc. Verzichtet auf ein kleines Schläfchen zwischendurch. Sollte nichts mehr gehen, dann macht ein Powernapping von 10 bis absolut maximal 20 Minuten und bringt euch danach auf jeden Fall wieder in Schwung. Vermeidet auf Teufel komm raus das Einschlafen vor dem Fernseher, bevor ihr zu Bett geht. Das wird euch den Schlaf rauben. So, das waren jetzt die wichtigsten Punkte zur Schlafhygiene, die sich alle recht gut umsetzen lassen, wenn ihr es tatkräftig versucht. Schlafhygiene ist kein Hokuspokus. Probiert es aus, ihr könnt nur profitieren. Solltet ihr bereits seit längerer Zeit unter Schlafstörungen leiden, ob nun Einschlafschwierigkeiten, Durchschlafprobleme oder zu frühes Aufwachen, dann habt Geduld. Euer Körper braucht ein wenig Zeit zur Umgewöhnung. Eingefahrenes lässt sich nicht mal eben ändern. Aber bleibt unbedingt dran. Das ist möglicherweise der einzige Weg, wie ihr wieder zu erholsamem Schlaf findet. Schlafhygiene ist gesundheitsförderlich und vitalitätssteigernd, ohne Nebenwirkungen. Überaus wichtig ist auch die seelische Entspannung. Permanenter mentaler Stress verdirbt euch nicht nur eure Laune. Dieses andauernde Aufgewühltsein kann euch durchaus nicht nur psychisch, sondern auch körperlich ernsthaft krank machen. So entstehen die psychosomatischen Erkrankungen. Anzeichen seelischer Belastung, sofern sie über einen längeren Zeitraum anhalten, können unter anderem sein Ungeduld, Gereiztheit, Nervosität, Hektik, Aggressivität, Überdrehtheit, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Überforderung und Lustlosigkeit, Traurigkeit oder sozialer Rückzug, um mal einige Beispiele aufzuzählen. Ihr müsst eurer Seele Achtsamkeit schenken, und zwar immer wieder. Das macht euch gelassener, zufriedener und stärkt euch von innen heraus für mehr Ausgeglichenheit.
So selbstverständlich die tägliche Körperpflege für jeden von uns ist, sollte auch die tägliche Seelenpflege sein. Und wie ihr diese Seelenpflege in euer Leben integriert, dafür möchte ich euch ein paar Beispiele mitgeben. Es beginnt schon beim Einschlafen. Haltet kurz inne. Sucht euch ein schönes Erlebnis eures heutigen Tages heraus, das euch ein wohliges Gefühl gibt. Und lasst dann damit den Tag hinter euch. Legt euch ebenso schon fürs Aufwachen einen schönen Gedanken zurecht, mit dem ihr gerne wach werden möchtet. Und nehmt ihn ohne weiteres Nachdenken mit in einen entspannten Schlaf. Solltet ihr nicht durchschlafen können oder ihr werdet einfach zu früh wach, dann wiederholt euer Einschlafgedankenritual. Schiebt jedes andere Nachdenken, Grübeln oder Planen von euch. Als nächstes ist das Aufwachen eure entscheidende Begrüßung in den Tag. Startet doch einfach mit dem schönen Gedanken, den ihr euch vor dem Schlafen schon zurechtgelegt habt. Vielleicht ein schönes Ereignis eures neuen heutigen Tages, auf das ihr euch jetzt schon freut. Mit dem Aufstehen nimmt euer Tag dann seinen Lauf, den ihr wegweisend mitbestimmt. Wenn ihr ein wenig zeitiger aufsteht als nötig, dann könnt ihr den Tag in Ruhe angehen und geratet nicht direkt unter Zeitdruck. Sollte also euer Wecker jetzt demnächst eher klingeln als gewöhnlich, dürft ihr natürlich nicht den Fehler machen und immer wieder die Schlummertaste drücken. Außer ihr plant euer Wachschlummern dementsprechend zeitlich mit ein. Überlegt, wie ihr den Tag mit Freude und Ruhe angehen könnt. Vielleicht macht ihr ein paar tiefe Atemzüge oder eine kleine Dehnungseinheit, noch im Bett oder am offenen Fenster. Seid dabei ganz bei euch, ohne eure To-Do-Liste. Und nun könnt ihr die Welt begrüßen. Möglicherweise weckt ihr eure Kinder etwas behutsamer und legt eine kleine Kuscheleinheit ein. Oder ihr genießt eine Weile das Beisammensein mit euren Liebsten, bevor jeder seinem Alltag nachkommt. Ihr könnt auch einen Augenblick eurem Haustier oder eurem Blumenparadies widmen. Ganz gleich was. Tut es mit Muße. Dafür ist die Art eures Erwachens mitbestimmend. Ein hektischer Tagesanbruch macht einen entspannten Tagesverlauf meist schwierig und bringt häufig einen unruhigen Tagesausklang mit sich. Tut euch selber einen Gefallen. Stellt euren Wecker zeitiger. So startet ihr mit einem stressfreien Impuls für den ganzen Tag. Äußerst wichtig dabei, überdenkt eure To-Do-Listen. Packt sie nicht so voll. Zu viele offene Punkte frustrieren am Ende nur. Bestückt sie auch mit schönen Ereignissen. Tragt euch täglich mindestens eine Sache ein, auf die ihr euch freut. Betrachtet generell euer Zu-Tun in einem anderen Licht. Versucht, die Dinge positiv zu beleuchten. Möglicherweise wird aus einem zwanghaften Abarbeiten eine Gegebenheit, die euer Leben reicher gestaltet. Baut euch im Laufe des Tages immer mal wieder kleine Auszeiten ein. Schaltet kurz ab und tankt Ruhe für neue Energie. Seid gedankenverloren und verträumt. Ein paar Minuten genügen schon, in denen ihr nichts macht. Auch nicht Instagram oder Facebook durchforsten. Einfach mal durchatmen. Apropos durchatmen. Atemtherapie wird zur Stressreduktion eingesetzt. Ihr könnt euren Stress tatsächlich wegatmen. Langsame, tiefe Bauchatmung signalisiert eurem Nervus vagus, eurem inneren Sensor, dass alles in Ordnung ist. Dementsprechend kommuniziert er das weiter.
so dass keine Stressreaktion mit entsprechender Adrenalin- und Cortisolausschüttung stattfinden muss, die euer inneres Gleichgewicht aufwühlt. In akuten Stresssituationen solltet ihr diese bewusste Bauchatmung unbedingt anwenden. Damit bewahrt ihr einen klaren Kopf und könnt euch dementsprechend überlegter aus einer misslichen Lage manövrieren. Für eine grundsätzliche Stressreduktion eignen sich verschiedene Achtsamkeitsübungen. Bereichert euer Leben damit, genauso konstant wie mit euren sportlichen Aktivitäten. Für manche Übungen benötigt ihr nur ein paar Sekunden bis wenige Minuten oder macht sie eben einfach bei jeglichem Tun. So könnt ihr Achtsamkeit jederzeit in euren Alltag einbauen. Zum Beispiel mit Alltagsachtsamkeit. Das bedeutet, jedes Tun ganz bewusst im Hier und Jetzt wahrnehmen. Oder, wie gerade schon kurz erwähnt, Gedanken verloren und verträumt oder philosophisch sein. Macht einen Moment lang, mehrmals am Tag, einfach mal überhaupt nichts. Nicht nachdenken, Löcher in die Luft starren, der Fantasie freien Lauf lassen, verträumt sein oder philosophiert mit euch selbst. Negatives ist hier natürlich fehl am Platz. Und das achtsame Atmen, die tiefe Bauchatmung, wie eben schon ausführlich besprochen. Einfach zwischendurch wenige Minuten oder gezielt in akuten Stresssituationen. Für die zeitintensiveren Übungen schafft euch regelmäßig feste Zeiten in eurer Tagesplanung mit Priorität. Auch hierfür habe ich noch den ein oder anderen praktischen Tipp für euch zur geistigen Entspannung. Wie wär's mit Meditation? Jeglicher Art, zum Beispiel Bodyscan, Sitz- oder Gehmeditation. Oder Fantasiereisen, insbesondere in die Natur. Dazu habe ich gleich noch Interessantes. Auch autogenes Training. Und etwaige Übungen zur Körperentspannung bzw. zum Körperbewusstsein, wie Yoga, Stretching, Pilates, progressive Muskelentspannung, Tai Chi. Sucht euch eine Methode aus, die euch zusagt. Vielleicht probiert ihr auch mehrere. Lasst sie auf euch wirken. Genehmigt euch einen gewissen Zeitraum, um herauszufinden, womit ihr körperlich und seelisch Einklang findet. Es wird sicherlich etwas dabei sein, was euch gefällt. Und dann werdet ihr wahrhaftig spüren, dass es euch gut tut. Auch Seelenpflege ist kein Hokuspokus. Seelenpflege bedeutet, sich Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu schenken. Nicht dauernd Vergangenem nachhängen oder ständig Zukünftiges ausmalen. Seid hier und jetzt bei euch. Horcht in euch hinein und nehmt euch Zeit für euch und eure Belange. Seid achtsam mit euch. Achtsamkeit sorgt für inneren Frieden und vitalisiert euch geistig wie körperlich. Zum Abschluss darf ein überaus wichtiger Gesundheitsaspekt nicht fehlen: die Natur. Die Natur trägt einen enormen Teil zu unserer seelischen Entspannung bei. Naturschauspiele üben eine entspannende sowie stärkende und ausgleichende Wirkung auf uns aus. Damit meine ich selbstverständlich nicht die katastrophalen Ereignisse wie Waldbrände, Stürme, Überschwemmungen oder dergleichen. Ich meine die Naturschauspiele in ihrem gewöhnlichen Dasein, zum Beispiel die Anmut der Wälder, die Weite der Wiesen, die Wolkenbilder, den endlosen Himmel, das Meeresrauschen, die fließenden Flüsse und stillen Seen.
Ihre friedvollen Eindrücke sind tief verwurzelt in uns. Sie berühren unsere Seele und besitzen deshalb eine tiefgreifende, gesundheitsfördernde Wirkung. Wir nehmen diese Natureindrücke mit all unseren Sinnen wahr, die unseren Parasympathikus ansprechen. Jeder von euch kennt dieses wohlige Gefühl, diese innere Zufriedenheit. Hier wurde euer Parasympathikus aktiviert. Ein Nerv, der unserem autonomen, selbsttätigen Nervensystem angehört und für Entspannung, Regeneration und unser inneres Gleichgewicht die Homöostase steht. Wenn der Parasympathikus innerviert wird, also stimuliert, signalisiert uns dieser Nerv, dass alles in Ordnung ist. Ein ausgleichender Einfluss auf unsere Seele. Das funktioniert sogar, wenn wir uns die Natur einfach geistig visualisieren, also mit unserer Vorstellungskraft vor Augen führen. Beispielsweise mit Fantasiereisen. Dementsprechend können wir entspannen und uns regenerieren. Das bedeutet auch, unser Immunsystem stärken und uns somit effektiver vor Krankheiten schützen. Die Naturschauspiele wirken jedoch nicht nur über die seelische Ausgeglichenheit gesundheitsförderlich. Sie haben auch direkten stofflichen Einfluss auf unser Immunsystem. Im Wald stärken beispielsweise die ätherischen Öle unsere Abwehrkräfte und bekämpfen Krankheitserreger in unserem Inneren. Oder die Luft. Sie bereichert uns mit Sauerstoff, der generell für körperliche Fitness nötig ist. Die Sonne hat eine ebenso wichtige Aufgabe. Mit ihrer Hilfe stellen wir Vitamin D her, das für eine gute Immunfunktion äußerst wichtig ist. Und auch Meerwasser ermöglicht Krankheitsbekämpfung, zum Beispiel mit seinen entzündungshemmenden Eigenschaften. Soweit mal ein paar Beispiele. Ihr seht, die Natur hat einen ganzheitlichen Einfluss auf unsere Gesundheitsförderung und Vitalitätssteigerung, seelisch und körperlich. Wir sollten diese naturgegebenen Möglichkeiten für uns nutzen. Hier findet mein Coaching-Beitrag zur Entspannung nun ein Ende. Da für ein tiefgreifendes, synergetisches Wirkprinzip, das Miteinander unterschiedlicher Elemente entscheidend ist, schaut euch unbedingt auch mein Coaching zur Basisvitalisierung Ernährung und Basisvitalisierung Bewegung an. Ernährung, Bewegung und Entspannung sind eure drei elementarsten Gesundheitskomponenten. Sie bilden das Basisvitalisierungskonzept. Ein Konzept, das ihr ohne größere Schwierigkeiten tatsächlich umsetzen könnt, weil es um nichts weiter geht, als die naturgegebenen Bedürfnisse eures Organismus zu erfüllen, die ihr obendrein ohne Probleme eurem individuellen Lebensrhythmus anpassen könnt. Ihr müsst es nur machen. Das Basisvitalisierungskonzept steht für eine ganzheitliche Gesundheitsförderung und Vitalitätssteigerung, die sowohl körperlich als auch geistig euer Wohlbefinden positiv beeinflusst und euch eine besondere Ausstrahlung verleiht. In diesem Sinne, lebe dich gesund!